Hallo. Jetzt spackt bis hock rum. Nein, bringt nichts. Jetzt rennt es gerade wieder stabil. Jetzt habe ich mal die Crowd Control Session neu gestartet. Okay, jetzt funktioniert das, der Bisshock wieder. Ich habe die Crowd Control Session einfach neu starten müssen. Jetzt rennt es gerade stabil, schauen wir mal. Ich versuche jetzt einfach nochmal. Wenn es wieder abkackt, dann lasse ich es sein. Lost Ark ist ein neues Online-Spiel, das, wobei es ist nicht neu, es ist eigentlich uralt, nur es war bis jetzt nur in Korea und Russland verfügbar. Und seit gestern, beziehungsweise seit ein paar Tagen ist es auch, ach, leck mich, ist es, auch in Europa verfügbar. Und gehostet wird das Ganze von Amazon. Über Steam. Und Amazon hat richtig viele Erfahrungen mit Online-Spielen. Haben schon New World gehostet und haben da alles verkackt, was man nur verkacken kann. Excusez-moi. Leck mich. Es ist zu Ende gegangen. Danke.
No, 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 no. What the fuck? OP, OP. Warum kann man mit dem Pibelun durch Layer 2 durch? Ah, ja, ich meinte Layer 3. Ja, sorry, ich musste leider, dadurch, dass das Internet weg war, musste ich fuck. Das Crowd Control neu starten. Oh. Immer. Interessanterweise hat er gecheckt, dass es eine 4-Stunden-Ding ist und hat dann trotzdem jetzt dann resettet von Anfang an. Frag mich nicht warum. Ja, da war ich tot oder tot. Oh, du brauchst mir gar keine Leben schicken. Das Game Over ist eigentlich relativ wurscht. Ich bin ja direkt daneben. Aber danke. Fancy. Dass man die nicht töten kann. Ich war irgendwie davon überzeugt, dass man die töten kann. Zensierte Pause ist immer noch sauwitzig irgendwie. Das wird mich töten. Das war arschknapp. Das hat man aber nicht gesehen. Wo hätte ich das sehen sollen? Oder nehmen wir mal. Pac-Man.
nice. Cool. Aber der Ding ist weggelaufen. Ja, das geht aber nicht. Das geht erst recht nicht. Keine Chance. Einfach nur keine fucking Chance. Ich habe weder eine Ahnung, wo ich bin, noch was die Controls sind. Okay, rechts ist es normal, D-Pad invertiert. Einfach keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Okay, das ist invertiert. Nein, ist es nicht. Okay, das ist invertiert. Ist das invertiert? Ich geh floor. Wieso sehe ich jetzt wenigstens, wo ich gerade bin? Aber ich komme trotzdem nicht weiter. Irgendwas stimmt gerade nicht. Irgendwas stimmt wirklich nicht, weil er rennt die ganze Zeit links, rechts. Irgendein Effekt ist gerade overlapped. Deswegen komme ich auch gerade kein Stück weiter. Irgendwas ist in den Arsch gegangen gerade. Jetzt ist es wieder normal. Nein, es ist nichts. Knöpfe rechts sind noch verkehrt, okay. Er hat vorhin die ganze Zeit versucht, das Inverse zu inversieren und dadurch ist er die ganze Zeit links-rechts gelaufen. Und natürlich endet das genau wieder im perfekten Zeitpunkt, sodass ich nicht springe, sondern direkt in die Lava laufe. Das Wasser hat mich jetzt getötet. Thank you.
Danke für den Stern, aber leider bringt er mir nicht sehr viel. Ja, dagegen bringt mir schon viel. Achso, Wasser. Ich sehe mich schon in die Lava droppen, weil das Wasser genau... Okay, nevermind. Nicht, dass man Bowser mit dem Stern töten kann. Ja. Wow, Idiot. Nein, kann man nicht. Aber hätte ich als witzig empfunden. Plopp! Da ist die Blase geplatzt. Also habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass die Dinger so platzen. Fuck. Das sind Bowser's Big Black Balls. Geistphysik. Wow, bin ich ein unfähiges Stück Scheiße! Yep. Danke. GG. Oh. At long last, Mario. Also, at long last Mario revived the... What? At long last Mario revived the demoness Peach and sentenced the kingdom to generations of torture. What the fuck? Oh, Time, danke.
SNW Randomizer 2.2, thanks so much for playing. Ja, die hat den Samen vom Bowser bekommen, ist jetzt böse. Ah. Special thanks to Dots are cool and Mr. Cheese. Oh. Omembu in Japan, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done. On Nico Video, as it is in heaven, give us this day our... And forgive us our game saving, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into splicing, but deliver us from Volp. Amen. Ich hab keine Ahnung, was die Hälfte der Worte bedeutet hat, aber... Ja gut, nicht die Hälfte, aber ein paar der Sachen waren ziemlich weird. Badam badam badadada badam 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 eine Version von Vater Unser. Das Vater Unser habe ich schon erkannt soweit. Nur ein paar von diesen Worten, die da vorkamen, keine Ahnung, was das sein soll. Das ist scheinbar für Insider. Was soll WRS heißen? Wrs. Wurst. Oh, die Namen sind normal. Schade. Ich dachte, sie haben irgendwelche witzigen Namen geschrieben. Das stand mit in dem Text. Ja, ich weiß, dass es im Text stand. Ich weiß nur immer noch nicht, was es bedeutet. Wurst. Shit. Weil es ist gerade mal 22 Uhr. Wenn ich jetzt pennen gehe, bin ich um 1 wieder wach. Ich bin komplett hinüber. Ich bin wirklich komplett hinüber. Oh, ich mag diese Musik und dieses Lied voll gern. Was AM oder PM? 22 Uhr? Achso, um 1 in der Nacht. Also tatsächlich innerhalb von 3 Stunden. Immer wenn ich vor Mitternacht schlafen gehe, bin ich um 1, 2 wach. Mein Körper ist extrem weird. Sie haben eins wieder streamen. Bei dir war ja um 3. Hat Ludwig immer schon violett ausgesehen? Das wundert mich gerade. Jo. Das war mal wieder ein Crowd Control. Und wie immer unterschätze ich, wie krass anstrengend und wie an der Energie zehrend das Ganze ist. So. Ich hier. Thanks for the great stream. Holy crap, danke für 1000 Bits, Mann. Alter Verwalter, dankeschön. Hättest du dich machen müssen, hättest du behalten können fürs nächste Mal. Und Stream kackt ab! Perfektes Timing!
Keine Ahnung, was heute ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was heute kaputt ist. Es nervt. Nervt wirklich. So. Passend zum Ende. Immerhin hat es mich zum Ende. Jetzt läuft's wieder. Es war wieder ein Schluck auf. Ich keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Kann sein, dass irgendein Knotenpunkt in von Österreich nach Twitch im Arsch ist. Kann sein, dass es so irgendwas ist. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas ist, dass nur bestimmte Knotenpunkte irgendein Problem haben. This server's on fire. So, vielen lieben Dank. Heute tatsächlich mal ein früherer Schluss, aber ich habe auch früher angefangen. Streamzeit war ungefähr eigentlich dieselbe wie sonst immer, also. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Später eine schöne gute Nacht. Und wir sehen uns ziemlich sicher erst am Montag wieder, nachdem ich morgen backen muss. Und ja, macht es gut. Passt auf euch auf. Bis dahin. Peace.